Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu der Partie Türkei gegen Kroatien der WM 2018 Qualifikation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vier Booster sind am Start, um die Partie hier heute zu orakeln auf meinem Kanal. Genau, Türkei-Kroatien. Ihr wollt natürlich wieder meinen Tipp hören. Die richtigen Tipps werde ich einblenden in der Serie Oracle United. Ihr kennt das Prozedere, aber es ist sehr schwer zu tippen. In meinen Augen. Es ist sehr, sehr schwer zu tippen. Türkei-Kroatien. Ich entscheide mich mal. Ich sag auch hier 1-1, weil ich habe ja vorhin auch schon getippt. Island-Ukraine 1-1. Ich sag auch hier 1-1 Türkei gegen Kroatien. Und dann starten wir mit der ersten Halbzeit. Wir starten mit der ersten Halbzeit. Reißen wir auf. Und wir bekommen Kingsley Coman, der Franzose, Markus Alsdi, Mats Hummels. Habe ich hier schon ein Tor übersehen? Nee, ne? Ich wollte schon sagen, Miranda, Zoltan Gera und Hakan Çalhanoğlu. Glitzerkarte als Keyplayer, das heißt Doppelpack. Hakan Çalhanoğlu, 2-0 für die Türkei hier einfach. Was für ein Doppelschlag. Damit haben die Kroaten definitiv nicht gerechnet. So, drehen wir mal alles um. Golovin, Stanku, Vitolo, Meister Eder, Biglia und der Herr Fabian Scheer. 2-0 zur Halbzeitpause. 2-0 zur Halbzeitpause. Endlich fallen hier mal Tore, ne? Endlich fallen hier mal Tore. Ich reiß den dritten Booster auf. Zweite Halbzeit beginnt. Powerkarte nach hinten. Ömer Toprak, 3-0. Der neue Dortmunder Borussia schlägt hier zu, wahrscheinlich per Kopf nach einer Ecke. Çalhanoğlu vielleicht mit der Vorlage, kann natürlich sein, dass er die Ecke ausgeführt hat. Kann natürlich auch sein, dass er gar nicht spielt, aber das ist das 3-1. Kovacic, Mateo Kovacic und dann noch Florin Andone. Das Ganze könnte hier noch richtig spannend werden, wenn jetzt Mandzukic zum Beispiel kommt als Powerkarte. Kann alles passieren. Das kann alles passieren. José Fonte, Joe Ledley, Lukas Piszczek, Verratti, Viktor Fischer und Heuberg. Heuberg ist hier die Powerkarte. Das heißt, es geht 3-1 aus für die Türkei. Für die Türkei gegen Kroatien. Was sagt ihr? Wird Kroatien gewinnen? Wird Türkei gewinnen? Spielen sie unentschieden? Fallen überhaupt keine Tore? Das könntet ihr entscheiden. Also ihr könnt zumindest tippen, ob es dann am Ende so sein wird, ist die andere Frage. Das war es auf jeden Fall von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein und tschüssi.